Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind ein letztes Mal vermutlich in Malabaltor. Und wir stehen jetzt direkt hier oben in der Nähe vom Wegschrein des Wildlingslaufs und da haben wir die bindenden Bande, die wir noch machen müssen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert hier. Die dunkle Mähne. Ach so, ihr habt den Blutung bezwungen und Sylvina befreit. Ich weiß jetzt nicht genau, warum jetzt hier. Ach, oder hätten wir da eventuell dann die Hauptquest annehmen können von Schnittermark? Das hört sich nämlich so an. Sollte man sich beim Hinterkopf behalten, weil wir haben die ja Es nicht tut so gut, bekommen jemanden zu damals. sehen, der nun lebendig ist. Okay. Gehört ihr zum Talmor? Dank sei Ifre. Ich wusste, sie würden Hilfe schicken. Sie haben unser Lager ausgelöscht. Als die Patrouille verschwand, dachte ich. Wartet. Wo sind die anderen? Wen hattet ihr denn erwartet? Die Fäuste des Talmor. Sie haben eine Patrouille geschickt. Aber wir wurden angegriffen. Ich konnte nicht hinschauen. Ich konnte nicht das Geringste tun. Wenn ihr nicht zu ihnen gehört. Ist es möglich, dass sie überlebt haben? Ich weiß es nicht. Als sie angriffen, gab es eine panische Flucht. Wir konnten uns nicht verteidigen. Aber der Talmor, nun, es ist zumindest nicht unmöglich. Ich weiß, es ist viel von euch verlangt. Aber könntet ihr nachschauen gehen? Vielleicht ist jemand dort drin noch am Leben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber seid vorsichtig da drin. In den Schatten lauern Dinge. Beschreibt sie mir. Ich konnte keinen genauen Blick auf sie werfen. Sie fegten durch den Talmor wie ein Hagel Pfeile. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich bin geflohen. Was führte die Fäuste des Talmors hierher? Der Erkundungstrupp bekommt jeden Monat Vorräte vom Talmor. Ich habe versucht, sie zu warnen, bevor sie in den Wald gingen. Ich kam zu spät. Erkundungstrupp? Bis vor einigen Jahren war Wildingslauf noch ein Dorf. Kein sehr großes, aber doch groß genug, um vermisst zu werden. Sie sind alle verschwunden. Niemand weiß, was geschehen ist, außer dass der Bluthund einst seinen Fuß hierher gesetzt hat. Der Talmor hat uns hergeschickt, um dem nachzugehen. Der Bluthund? Man sagt, er wäre einst ein Bosmer gewesen und dies hier seine Heimat. Nach all der Zerstörung, die er über uns gebracht hat, schien es nur naheliegend, dass er auch für die vermissten Fälle verantwortlich ist. Jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Wo sind die anderen? Tot, wie die Fäuste des Talmors. Die Kreaturen fielen nachts über uns her. Wenn ich nicht so lange aufgeblieben wäre, um eine Nachforschung voranzutreiben, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Können wir über etwas anderes sprechen? Du wirst mir langsam ein bisschen unheimlich. Ich glaube, das war jetzt eine komplett andere Stimme, oder? Ich spreche lieber nicht weiter mit dir. Wir müssen dahin. Hier ist alles Zombie verseucht. Schwuppdiwupp. Hey, wieso steigt die ab? Achso, hier muss ich untersuchen, oder was? Alter, kommt ihr denn jetzt her? Seid ihr verrückt? Verschwindet von hier! Das würde ich ja gerne, aber das kann ich leider nicht. So. Achso, jetzt steht sie vor mir. Komm mal ein bisschen hier rein. So. Rennt, solange ihr noch könnt. Keiner kann sagen, wann sie wieder zuschlagen werden. Ich suche nach den vermissten Soldaten. Ihr müsst verrückt sein. Ich schätze, ich stelle mein Glück mal lieber nicht in Frage. Diejenigen, die ich gefunden habe, waren tot. Aber ich habe nirgendwo Hauptmann Trelano oder den Leutnant gesehen. Es gibt da ein paar Spuren, aber sie ergeben keinen Sinn. Wo sollten wir mit der Suche beginnen? In den Lagern des Erkundungstrupps. Hoffentlich haben es ein paar von ihnen rausgeschafft. Ich bin da nicht sehr zuversichtlich. Anschließend sollten wir die Ruinen durchsuchen. Wir könnten versuchen, den Aussichtspunkt zu erreichen. Aber das ist ein weiter Weg. Habt ihr eine Ahnung, was euch angegriffen hat? Die Toten.
Euch ist vielleicht aufgefallen, dass sie hier etwas lebendiger als gewöhnlich sind. Wenn man einen von ihnen niedermacht, steht er nach einer Weile einfach wieder auf. Gebt mir Bescheid, falls ihr eine Leiche seht. Ich habe ein paar Pfeile, die da vielleicht für eine endgültigere Lösung sorgen. Okay. Erklärung bitte. Ich habe ein paar Fragen. Fragt schnell. Wir sitzen hier ohne unsere Kletterhaken in Baumkronen. Verschwenden wir keine Zeit. Was war das eben über Pfeile? Jagdspurpfeile. Sie sind nützlich, um Leichen zu entsorgen, wenn... Naja, wenn man sie eben nicht einfach so herumliegen lassen will. Die Spitze ist mit einem besonderen Öl überzogen. Nichts Magisches. Es beschleunigt die ganze Sache nur etwas. Schwierig zu bekommen. Ich habe nur noch ein paar davon. Warum habt ihr euch den Fäusten des Talmor angeschlossen? Ich habe der grünen Dame über Jahre hinweg gedient. Finoriel, derjenigen vor Gwering. Als das Dominion sich gründete, schlossen sich ein paar Jagdspur als Vertrauensbeweis an. Und, naja, die Hochelfen sind nicht gerade für ihr Geschick als Waldläufer bekannt. Wie habt ihr Finoriel eingeschätzt? Stark. Wortkarg. Dachte, das Taten mehr sagen als Worte. Eine wahre grüne Dame, wenn es je eine gab. Als sie dahinschied, spürten wir alle es. Insbesondere die Jagdspur. Kennt ihr dieses Gebiet gut? Sollte ich. Bin schon seit Jahren ein Jagdspur. Ich bin den Fäusten des Talmor beigetreten, als das Dominion mit dem Anwerben anfing. Dachte mir, dass sie einen Führer brauchen könnten. Stellt sich raus, dass ich recht hatte. Ist es immer so wie jetzt? Nein. Aber alle paar Jahre herrscht in diesem Teil von Walenwald eine gewisse Unruhe. Lichter im Wald, herumschwebende Kiesel. Es ist jedes Mal anders. Ich habe aber noch nie gehört, dass es jemals so schlimm gewesen wäre. Wir sollten losgehen. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Ich höre einen Anker. Wir sollten losgehen. Hier können wir auch noch was mitnehmen. Das nehmen wir auch gerne mit. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich suche das südliche Lager. Das ist wahrscheinlich das hier, nehme ich mal an. Und da werden auch gleich wieder die Signalhorn benutzen. Moment. Ja, da stand gerade Signalhorn benutzen. Hallo. Hä? Wieso? Och, jetzt bleib doch mal da oben. Hallo. Da warst du doch gerade schon wieder. Ich will jetzt das Signalhorn benutzen. Ich will wissen, was das macht. Wieso kommt das nicht mehr? Ach, da macht die dann... Ach, da muss ich auf den Zombie... Ah. Aber das ist nichts anderes, als sie dann umzubringen. Okay. Na gut. Nila Endriels Notizen. Weiblicher Bosmar. Alter 45 bis 47. Ungewöhnlich groß. Dritter und siebter Wirbel gebrochen. Vier gebrochene Rippen. Zwei fingerlange Furchen entlang der Innenseite des Schädels. Die Wunden weisen auf einen Senche-Tiger oder einen Troll hin. Also warum sind ihre großen Knochen intakt? Tiere hätten sie aufgebrochen, um an das Mark zu kommen, aber abgesehen von Zahnspuren sind sie unbeschädigt, makellos. Nach dem Tod wurde sie sorgfältig gereinigt. Wenn nicht jegliche Artefakte fehlten, würde ich sagen, dass sie rituell bestattet wurde. Nila Aendril. Okay. Zwei Spuren. Einer geht langsam, der andere humpelt. Wir kommen näher. Ich muss eine Möglichkeit finden, die beiden voneinander fernzuhalten. Vielleicht ist dieser Wolf daran schuld. Okay. Nein, kann man das nicht nehmen? Oh, schade. Aber hier ist noch was. Das können wir nehmen.
Ah, da hinten ist noch ein... Oh, das sind ganz viele. Moment, ich suche die zentralen Ruinen. Gott. Ja. Wie gibt's denn hier? Das ist aber... Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt hier runter. Hier ist aber auch noch was. Eines Nachts im Wildling. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Läuft auf der Straße, weicht nicht ab. Wunden eines Schwertes. Und ein Tagebuch. Schwerer beim Gehen als beim Kommen. Sie müssen also etwas von hier mitgenommen haben. Ach, die labert mir immer dazwischen. Mann, sie haben von wo was mitgenommen? Ich habe doch keine Ahnung, wovon du jetzt gerade redest. Ich will doch hier nur die Lager eben untersuchen. Ja! Das Fleisch ist schwach. Also schwach ist das nicht. Moment, hier ist aber auch doch noch ein Lager. Hier ist aber nichts, was ich untersuchen kann. Ich suche den zentralen Riss. Moment. Ach, das ist weiter oben. Wir müssen das da hinten nehmen. Hä? Ich bin gar nicht im Kampf. Was wollt ihr jetzt von mir? Findet Hauptmann... Oh, hi. Schatten von Ulton? Er ist gefangen. In einer Falle aus dädrischer Magie. Er wird zu einem derer werden, die ihr bekämpft habt. Oder er wird getötet, wenn er zu schwach sein sollte. Wenn ihr ihn befreien wollt, lasst euch warnen. Ihr könntet seinen Platz einnehmen. Wer seid ihr? Einer, der danach trachtet, dem Schrecken dieses Ortes ein Ende zu bereiten. Ich bin ein Schatten von Ulthorn. Demjenigen, den man den Bluthund nennt. Ich versuche, Wiedergutmachung zu leisten. Wir sollten uns sputen. Mit jedem Atemzug entgleitet er uns weiter. Bringt mich zu ihm. Macht euch bereit. Die Reise wird schwierig. Ich bin bereit. Schließt die Augen. Wieso bin ich jetzt in den Jagdgründen? Wo hast du mich hin verschleppt? Seid ihr bereit, euren Freund zu befreien? Es bleibt nicht viel Zeit. Ich kann nicht sehen. Erlaubt mir, euren Blick aufzuklären. Dort. Nun seht ihr ein bisschen schärfer. Wo sind wir? Im Kerker des Geistes. Gebaut für den, der ich einst war. Hirsine blickte tief in meine Seele und verwandelte meine Erinnerungen in ein Labyrinth der Qualen. Ein Teil von mir konnte entfliehen. Und Hirsine machte eine Waffe daraus. Wo ist Hauptmann Trelano? Tief in meinem Kerker, wo Wildhüterin Ozai seinen Verstand knackt wie eine Nuss. Wenn sie erfolgreich dabei ist, wird sie ihn aushöhlen und in einen ihrer Diener verwandeln. Seine Hülle wird Nirn durchstreifen, um jeden zu jagen und zu töten, den er jemals kannte. Wie komme ich an ihn heran? Geht einfach durch diese Barriere. Seht ihr die Gegenstände auf dem Tisch? Drei Erinnerungen, die die Entschlossenheit eines Bluthunds stählen sollen. Wählt die richtige und die Barriere wird fallen. Wählt die falsche und ihre Diener haben frische Beute. Na super. Wer seid ihr? Ein Echo von Ulthorn, ehe er zum Bluthund wissen wir doch schon. Als er diesen Ort verließ, verschleierte Zeiten, lachte ich gern. Einige behaupten, ich wäre richtiggehend schadenfroh gewesen. Ein unpraktisches Geschenk für eine praktisch veranlagte Frau kam mir unwiderstehlich geistreich vor. Okay. Er lachte gern, war schadenfroh. Nur einer von ihnen wird den Weg freigeben. Wählt mit Bedacht. Gverin hatte ihn zuerst gesehen. Ein Panther mit Augen hell wie die Monde über uns. Früher am Tag hatten wir den Köder vorbereitet, den wir jetzt mit einem Pfeil am Tier vorbeischossen. Aber irgendwie hat das Vieh Lunte gerochen. Das alte Monster drehte sich um und starrte die Tarnwand an, die wir doch so gut im Dickicht versteckt hatten. Er fletschte die Zähne und kam wie ein schwarzer Wind mit voller Geschwindigkeit auf uns zugerannt. Gverin schoss einen Pfeil ab. Schnell wie der Blitz traf er das Auge des Tiers, aber das rannte immer noch weiter. Als es meinen Speer erreichte, hob mich die Wucht des Aufpralls von den Beinen.
Wäre mein Griff nicht so fest gewesen, wäre ich in die Baumwipfel geschleudert worden. So mächtig waren seine Todeszuckungen. Quering löschte die brennenden Augen des Tiers mit ihrer Klinge. Ich behielt mir seinen Schädel. Ich werde ein Zeichen meiner Zuneigung aus ihm fertigen. Moment. Augen des Tiers, ich behielt mir seinen Schädel. Zeichen der Zuwendung. Knochenamulett, Totem. Das war aber ein Panther, oder? Totem von Hesine, Jagdbogen. Der Bogen, der war ja von ihr. Also eigentlich sollte das falsch sein. Aber er hat doch von einem Panther gesprochen. Ein Panther. Ich behielt seinen Schädel. Ich werde ein Zeichen meiner... Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, weil der Panther hat ja kein Geweih. Ich könnte mir jetzt... Aber der Bogen ist ja eigentlich von der Freundin, aber ich nehme den jetzt trotzdem mal. Natürlich war das falsch. Hallo? Euer Leben wird mir gehören. Kriegt da sogar meine Funke hin. Na gut, dann nehmen wir halt wirklich den Schädel. Oder auch nicht, weil wir nicht da hinkommen. Moment. Oder auch nicht. Alter. Hallo, können wir endlich mal kämpfen? Hä, ich versteh's. Ja, Knochen. Ach so, Knochen ab. Das soll ein Amulett sein. Es ist eine schöne erste Trophäe. Dann werdet ihr... Wie könnte ich nicht, aber die Weber haben mich gerufen. Ich muss nach Sylvanar gehen. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wäre jetzt ein Kreuz. Habe ich gedacht, was will er mit dem Kreuz? Kann ich hier irgendwas machen? Wir müssen einfach nur hier durch, oder? Euer Leben wird mir gehören. Ja, sagen sie mal alle. Ich werde eure Hülle... Trefft eure Entscheidung mit Bedacht. Nur ein Andenken wird den Weg freigeben. Gut, okay. Sie ist zurückgekehrt. Meine Geliebte ist aus Sylvanar zurückgekehrt, nur um unser Leben in Brand zu setzen. Eine grüne Dame bei Yffre. Natürlich ist sie würdig, aber warum muss das bedeuten, dass es aus ist mit uns beiden? Wir wollten doch gemeinsam jagen. Die Welt sollte unsere Beute sein, aber jetzt will sie ihren Bogen für immer niederlegen. Ich habe mit Quering gesprochen, aber sie kommt einfach nicht zur Vernunft. Mehr noch, ihr Verlobter ist dieser alberne Schwächling in Daenia. Das ertrage ich einfach nicht. Ich muss etwas tun. Ich werde mich unverzüglich nach Sylvanar begeben. Es muss doch einen Grund für diesen Wahnsinn geben. Und falls nicht, dann werde ich dafür sorgen. Okay. Nur um unser Leben in Brand zu stecken. Aber jetzt will sie ihren Bogen für immer niederlegen. Also es könnte der Bogen sein. Ach, das ist eine Suppenschüssel. Okay. Es könnte der Bogen sein. Ich denke mal, dass das der Bogen ist. Die grüne Dame? Aber das ist unmöglich. Wenn die Weber sagen, dass ich es bin, dann werde ich es sein. Wir waren nicht füreinander bestimmt. Nein, ihr müsst euch weigern. Quering, wir werden uns nicht so auseinanderreißen lassen. Ultron, bitte. Mein Teil in dieser Geschichte ist vorbei.
dann ist die Geschichte falsch. Nun gut. Dann ist die Geschichte falsch. Es ist nicht gerecht, dass ihr lebt. Ihr seid fast da. Wählt und bringt es hinter euch. So, habe ich euch. Wenn ich euch noch looten könnte, wäre das besser. So, jetzt aber. Ich habe ihn gefunden. Hyrcine spricht zu mir. Ich darf nicht scheitern. Ich darf mich nicht den Ungerechtigkeiten ergeben, die ich erleiden müsste. Obwohl sich alle gegen mich wenden, werde ich nicht aufgeben. Ich kehre nach Wildlingslauf zurück. Dort, an dem verwunschenen Ort, an dem ich geboren wurde, werde ich die Macht finden, die Hyrcine mir versprochen hat. Mit ihrer Hilfe werde ich einen neuen Weg schmieden. Eine neue Geschichte. Wenn ich mich dann erhebe, werde ich mich durch die Überreste von Sylvanas Stadt und seines Körpers schlagen. Wird Gwaering zu mir kommen, grüne Dame hin oder her. Ihr wird keine Wahl bleiben, denn Hyrcine ist mein Jäger und ich bin sein treuer Bluthund. Okay, ich kehre. Also Hyrcine ist hier viel drin. Totem hängt, glaube ich, auch da, wenn ich das richtig sehe. Überreste von Sylvana. Wenn man das immer aussuchen dürfte. Ja, wieso? Giftfiole. Totem von Hyrcine. Und was ist das andere? Schwert. Er wird sich dadurch schlagen, sagt er, ne? Könnte das Schwert sein? Nein, Ulthorn, nicht dieser. Fleisch, schwach. Dann wird es wohl das Totem sein. Funke, gehst du mal zur Seite? Ihr hättet nicht kommen sollen, Ulthorn. Sie fürchten ihn, Gwaering. Mit Hyrcines Hilfe könnten wir... Der dädrische Fürst, ich will nichts mehr davon hören. Wenn ihr denkt, dass ich mich gegen mein Volk stelle, seid ihr verrückt. Es ist mir egal, was dazu notwendig ist. Gwaering, ich werde das nicht vergehen lassen. Ich würde alles für euch tun. Alles? Dann hört auf. Ich bin meinem Volk verpflichtet. Ich werde es vor jeder Bedrohung beschützen, sogar vor euch. Gwaering... Nehmt das Amulett zurück, Ulthorn. Nehmt es und erinnert euch daran, was wir einst waren. Das ist noch nicht vorbei. Das ist nicht das Ende. Ja, weil du so dämlich bist und nichts akzeptierst, was man dir sagt. Vor euch wartet Wildhüterin Ozai. Ihr seid beide stark genug, um das zu bestehen. Erinnert euch an eure Seite, Ulthorn. Ihr habt mir ein Geschenk gebracht. So stark. Wir freuen uns, eure Haut tragen zu können. Kehrt zurück, Hauptmann Trelano. Kehrt zurück und lasst eure Erinnerungen hinter euch. Endlich. Wildhüterin Ozai wurde besiegt. Die gequälten Seelen. Jetzt wurden sie gerecht. Lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Wohin habt ihr den Hauptmann geschickt? Zurück nach Wildingslauf, wo er sicher sein würde. Ich konnte sie zwar nicht davon abhalten, ihn gefangen zu nehmen, aber ich kann den Schaden beheben, den sie angerichtet hat. Er wird sich nicht an viel erinnern. Ich kenne die Schrecken, die Wildhüterin Ozai gegen einen ungeschützten Geist entfesseln kann. Niemand sollte solche Qualen erleiden müssen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Er ist an mich gebunden und ich an ihn. Ich werde einen Weg finden, ihn zu vernichten, selbst wenn ich dabei selbst vernichtet werde. Könnt ihr mich zurückschicken? Natürlich. Ihr müsst nur fragen. Nach allem, was ihr getan habt, ist das doch das Mindeste, was ich tun kann. Ich bin bereit zu gehen. Ihr habt unzählige Seelen gerettet. Die Armee von Wildhüterin Ozai drohte, ganz Walenwald zu verschlingen. In diesen unruhigen Zeiten kann sein Volk gut auf eine weitere Bedrohung verzichten. Lebt wohl, meine Freundin.
Wieso muss ich dann immer Schmerzen erleiden und die anderen nicht? Wo bin ich? Der Angriff. Der Leutnant wurde verletzt. Ich habe ihn in einen Busch gezogen, um ihn zu verstecken. Danach. Stimmen. Tote Stimmen. Ich habe nach ihnen geschlagen. Der Leutnant. Er ist nicht. Das letzte Mal, als ich sie sah, war sie lebendig und in Begleitung eurer Speerin. Meine Speerin? Unteroffizierin Brelinit. Dann könnte Feldwebel Daglar noch am Leben sein. Sie lagerte an unserem Rückfallpunkt. Ich muss zu ihnen gehen. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Ich wäre tot, wenn ihr nicht gekommen wärt. Ja, und wir erhalten einmal das Amulett in Robust von Erlösung. Hauptmann, gesegnet sei Ifre. Ich habe euch gefunden. Gebt mir etwas Zeit, um mich zu sammeln. Lasst uns die Dinge auf dem Rückweg besprechen. Ja, mehr kommt da nicht mehr. Dann würde ich sagen, ich will das doch nur, kann man das nicht looten? Gebet an Hesine, das könnt ihr gerne mal eben durchlesen, wenn ihr das möchtet. Gibt auch keine zweite Seite. Ja, das war's dann mit dieser Quest. Dann würde ich sagen, dass ich mich dann aufmache unten zur anderen Quest, dass ich die noch schnell hinterher schiebe und dass wir uns gleich dort wiedersehen. Ihr seid nicht mit den Meuten Mannen hier, oder? Seid ihr eine der Silvenar-Getreuen? Bitte, ich brauche Hilfe. Ich bin eine Freundin des Silvenars. Wer seid ihr? Ich bin Lan, die Torschreiterin. Eine einfache Bardin. Meine Musikantenfreunde und ich wurden aus dem ganzen Dominion ausgesucht, um bei den Feierlichkeiten zu Ehren des Silvenars und der Grünen Dame aufzutreten. Aber etwas ist schrecklich schiefgelaufen. Was ist euch zugestoßen? Einige der Meuten Mannen mochten unsere Musik nicht. Ich denke, sie wissen, dass es Klänge der Freiheit und der Freude waren. Ihre Werwölfe griffen uns an, als wir gerade probten. Wir sind in diese Schlucht geflohen, aber wir wurden getrennt. Sind sie überhaupt noch am Leben? Ich werde nach ihnen suchen. Schaut nach Buzul und Dadazi, einem Khajiit-Pärchen, und nach Alaner, einer Altmeerlautenspielerin. Ich weiß nicht viel über sie. Wir wurden alle einzeln ausgesucht, aber sie sind samt und sonders fantastische Musiker. Ich hoffe, ihr findet sie. Eine Gruppe, die nur aus einer Person besteht, kann doch nicht auftreten. Wo soll ich suchen? In der Nähe, in der Schlucht. Wir sind hier runter geflohen, um mit ein paar weiteren Silvenar-Getreuen den Meuten Mannen zu entkommen. Ich bin jetzt gerade am Lesen. Das wäre besser, wenn wir erst die unteren wahrscheinlich lesen. Weil meistens ist das obere dann ja, ne, dass das ganz übersprungen wird. Ihr habt gerade etwas über Silvenar-Getreue gesagt. Ja, als der Bluthund angekündigt hat, dass die grüne Dame ihn anstelle des Silvenar heiraten würde, konnten es viele Bosmer nicht glauben. Er hat die Kontrolle über die Stadt übernommen und nur ein paar Getreue wie wir sind entkommen. Was kümmert den Bluthund ein wenig Musik? Ich weiß es nicht. In der Regel hören sich die Leute Musiker erst einmal an, bevor sie ihnen ans Leder wollen. Möchtet ihr diskutieren oder helfen? Ich will die anderen Musikanten retten, aber ich bin keine Kämpferin. Das erinnert mich irgendwie immer an Asterix und Obelix mit dem Baden, der dann immer oben hängt am Ende der Folge. Beziehungsweise am Ende von jedem Comic. Und wenn ich sie finde, was dann? Als wir angekommen sind, haben wir vier ein Lager am Rande der Schlucht aufgebaut und geprobt, bevor wir Silvenar betreten haben. Vertrieben, bevor sie auch nur eine Note gehört haben. Jedenfalls bin ich sicher, dass alle versuchen, sich dort zu treffen. Ich werde eure Freunde suchen und euch dort treffen. Ja, ich wollte gerade sagen, Funke war doch gerade noch dabei. Schauen wir mal, wo ist denn die erste hier? Die erste sollte hier sein. Die ist irgendwie dahinter, hä? Ach, hier. Okay. Wo ist die Troller jetzt? Da. Da ist ein Typ gewesen. Nee, ist doch nur Troller gewesen. So, da hat sie. Hier drüben, bevor die Meuten Mannen euch erschnüffeln. Ein guter Ratschlag. Seid ihr da, Dazi? Ihr habt schon von mir gehört? Da, sie wahrscheinlich. Nein, ich sehe es euch an. Es war Lan, oder? Sie hat euch geschickt, um mich zu finden. Habt ihr meinen tollpatschigen Mann Buzul gesehen?
Dieser Narr ist in Panik geraten und gestürzt, als wir die Schlucht herunterkamen. Ich habe Busul noch nicht gefunden, aber ich werde weiter nach ihm suchen. Verdammt! Busul hat das alles nicht verdient. Er ist ein guter Gefährte, obwohl er nur den ganzen Tag die Trommel schlagen will. Helft ihm zurück zum Lager, bitte. Was ist mit euch? Schafft ihr es zum Lager? Sicher. Ich allein hatte kaum Mühe damit, den Meutenmahnen auszuweichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, und da ihr so oder so gegen die Meutenmahnen kämpft... Was? Der Silvenar hat jedem von uns ein Instrument geschenkt und sie sind sehr kostbar. Wenn ihr sie zurückholen könntet, würde ich mich sehr darüber freuen. Natürlich. Ich möchte erst die anderen Musikanten finden. Und dann holen wir euch auch eure Gerätschaften zurück. Da oben ist noch einer, der sich versteckt. Bist du? Du bist Busul. Achtung! Die Meutenmannen sind überall! Ich weiß, sie haben mich schon gesehen. Ich weiß, aber macht euch keine Sorgen. Lain hat mich geschickt, um euch zu finden. Hat sie das? Sie fiel zurück, als der Rest von uns flüchtete. Ich dachte, nein, ich lag wohl falsch. Habt ihr meine Gefährtin Dadazi gesehen? Sie war bei mir, aber ich bin gestürzt und musste mich verstecken. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, er hat so einen typisch japanischen Akzent irgendwie in der Stimme. Dadazi ist in Sicherheit. Sie ist auf dem Weg zu eurem Lager. Yone und Jode sei Dank. Ich habe mir zwar den Knöchel verstaucht, aber ich komme schon voran. Jetzt, wo Dadazi in Sicherheit ist. Schafft ihr es alleine zum Lager? Ja, ich bin sicher, dass ich es zum Lager schaffe. Besonders, wenn es bedeutet, dass ich Dadazi wiedersehen kann. Aber da ist noch eine Sache. Ich hasse es, euch darum zu bitten, aber... Die Musikinstrumente. Aber was? Unsere Instrumente. Als die Meutenmannen uns angriffen, haben sie unsere Instrumente gestohlen. Wenn ihr ihre Lager durchsucht, werdet ihr sie finden. Oder zumindest die gestaltwandelnden Bastarde, die sie bei sich haben. Bitte sagt mir, dass ihr unsere Instrumente suchen werdet. Lasst mich erst die restlichen Musikanten finden. Danach werde ich nach euren Instrumenten suchen. Ja, und das meint sie bitter ernst, weil sie möchte einfach nicht nach den Instrumenten suchen vorher. Moment, hier hat sich noch jemand versteckt. Hallöchen! Halt! Geht zurück! Ich sage euch, ich habe Freunde. Freunde in hohen Positionen. Ja, weil ich ja so aussehe wie der Gegner, oder was? Lain hat mich geschickt, um euch zu finden. Es geht dir gut. Es geht dir gut? Es geht dir gut? Was schert mich das? Ich wurde von Meutenmannen gejagt. Ich hatte schon strenge Kritiker, aber so etwas. Nun, ich würde sie eigentlich nicht streng nennen. Nicht einmal missgünstig. Nein, die Kritiker haben mich immer geliebt. Was habt ihr gesagt? Da haben sie ja wirklich die perfekte Stimme für so einen Charakter gesucht. Lain hat mich geschickt, um euch zu finden. Sie möchte sich an eurem Lager mit euch treffen. Oh, möchte sie das? Nun, sie soll mich einfach mal am... Nein, wartet. Ihr gehört nicht zu den Meutenmannen. Warum würde sie euch schicken, um mich zu fangen? Sind dafür nicht die Meutenmannen da? Ich bin eine Freundin des Silvenars und ich versuche, euch zu helfen. Wenn ihr eine Freundin des Silvenars seid, hat Lain uns nicht verraten. Sie mag eine neidische Harpühe sein, aber sie hat uns wohl doch nicht den Meutenmannen zum Fraß vorgeworfen. Nun, das ist ein Lied in einer ganz anderen Tonart. Ihr müsst zurück zu eurem Lager. Schafft ihr das? Natürlich. Ich bin schon fast dort. Aber ich habe eine Bitte. Könnt ihr mein Instrument zurückholen? Es war ein Geschenk des Silvenars und es liegt mir sehr am Herzen. Und wenn ihr den Rest der Instrumente besorgen könntet, wäre das auch sehr nett. Ihr sagtet, ihr dachtet, Lain hätte euch verraten? Lain ist neidisch auf mein Gesangstalent, woran es ihr nämlich mangelt. Und sie wollte mich loswerden. Anscheinend habe ich mich geirrt. Natürlich, ich bin schon fast dort. Aber ich habe eine Bitte. Also wir suchen nach den Instrumenten. Während ihr die Meutenmannen abschlachtet, kann ich mich gefahrlos auf den Weg in unser Lager machen. Hoffentlich treffe ich euch dort.
Manchmal ist es ja so ein bisschen seltsam irgendwie gemacht mit den Quests. Die Frage ist jetzt... Ah, hier. Oh. Ich sollte auf die richtige Taste drücken, das wäre von Vorteil. Nein, Funke, geh weg. Ich habe auf Laute gedrückt. So, da haben wir noch was. Was bist du denn jetzt schon wieder her? So, Harf ist auch da. Nein! Oh, nimm die Flöte. So, und nun... Achso, können wir gar nicht oben rumgehen? Na gut. Müssen wir das so machen. Zack, Trommel. Und war da jetzt nicht noch irgendetwas, dass mich irgendjemand gebeten hat, die zu zerstören oder so? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe da noch irgendwas im Kopf. Nee, geh zum Musikantenlager. Ist da nur noch okay. Da muss ich jetzt natürlich unbedingt durch die ganzen Werwölfe durchgehen. Ist ja klar. Warum sollte man das auch anders programmieren? Na, komm, komm, komm. Schaffe ich noch, schaffe ich noch. Haha. Bin falsch gelaufen, oder? Moment. Ja, ich bin falsch gelaufen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich trottel. So. Hallöchen, da ist die nächste Ahnenseide. Ich bin wieder da. Nee, nicht Dazi. Da. Ihr habt es geschafft. Habt Dank, dass ihr die anderen Barden gerettet habt. Wenn wir nur unsere Instrumente hätten. Seid unbesorgt, ich habe sie. Ihr seid wirklich erstaunlich. Hoffentlich überzeugt das die anderen davon, dass ich sie nicht verraten habe. Warum sollten sie glauben, dass ihr sie verraten habt? Sie glauben, ich hätte mich auf die Seite des Bluthunds geschlagen, weil ich eine Bosma bin. Als die Meuten Mannen kamen, haben sie uns alle angegriffen. Als Bosma war es für mich einfacher, ihnen zu entkommen. Aber das ist auch schon alles. Wisst ihr, warum die Meute Mannen euch angegriffen haben? Sie mögen keine Musik. Ich glaube wirklich, dass da nicht mehr dahinter steckt. Wir haben zu spielen begonnen und ein großer Werwolf, ich glaube, sie nannten ihn Grimmklaue, ist völlig durchgedreht. Wir können nicht zurück nach Silvenar, solange er noch frei herumläuft. Denkt ihr, er würde wieder angreifen, wenn ihr jetzt spielt? Wahrscheinlich. Werwölfe haben ein ausgezeichnetes Gehör. Ich werde beweisen, dass ich weder den Silvenar noch die anderen Musikanten verraten habe. Ihr tötet ihren Anführer und dann ist die Sache erledigt. Wenn ihr möchtet, werde ich nun meine Laute spielen. Grimmklaue wird kommen. Ja, ich bin bereit. Fangt an zu spielen. Ich glaube, der kam von der Seite. Dann hatte ich das tatsächlich falsch in Erinnerung. Also da kam jetzt keiner, der gesagt hat, mach die kaputt, sondern da kam einer, der sie kaputt machen wollte. Was ist dieses schreckliche Geräusch? Da ist er doch. Unterbindet es! Hallo. Tschüss. Das war's. Niemand leidet, wie ich leide. Ja. Das ist erledigt. Ein wütender Werwolf weniger, der Malabal Thor plagt. Hab Dank. Die anderen Barden haben mich wieder akzeptiert. Und wir werden für die Feierlichkeiten üben. Ich helfe gern. Die Feierlichkeiten dauern mehrere Tage. Ihr solltet bleiben und unserem Auftritt lauschen. Wir kennen noch nicht alle die gleichen Lieder, aber unsere Vorführung wird unvergesslich. Wir sehen uns dort. Ja, damit haben wir dann die Quest abgeschlossen und wir hören im Hintergrund eine, also sie soll wahrscheinlich singen, nehme ich mal an, davon höre ich jetzt nichts, aber eine etwas komische Truppe. Ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Da ist übrigens noch was zu lesen, sehe ich gerade. Und zwar die Liederauswahl für die Handreichung. Könnt ihr gerne... Ah ja, 1, 2, 2, Träume der Monde. Könnt ihr gerne durchlesen, wie ihr möchtet. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal ein bisschen weiter weg zur Verabschiedung, weil ansonsten hört man mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt mit Malabal Thor zu Ende. Und wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, dass wir dann in der nächsten Folge in Schnittermark weitermachen werden. Wie gesagt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!